This Mobile Geeks video is powered by Asus. Hi, wir sind auf der IFA 2015 und haben uns hier mal das Acer Chromebook R11 geschnappt. Das ist im Prinzip ein Verwandter des normalen R11, ist aber eben ein Chromebook. Die ganze Nummer soll am Ende $300 kosten. Das Display ist jetzt gerade ziemlich weit runter geregelt. Von daher würde ich jetzt keine Aussagen über die Helligkeit hier machen wollen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, so wie es aussieht, ein TN-Panel. Das Besondere ist hier aber eben, dass es sich um eines der ersten Convertible Chromebooks handelt. Obwohl Chrome OS ja noch immer nicht besonders touch-optimiert ist, kann man das Ganze eben ja einfach umfalten und dann wie eine Art Tablet benutzen. Bisher vor allem halt beim Browsen ganz praktisch, wenn man abends noch was machen möchte, um noch ein bisschen, keine Ahnung, Inhalte zu konsumieren auf YouTube und Co. zum Beispiel. Ansonsten die Ausstattung relativ ähnlich zum R11, das heißt also, wir haben hier Braswell SoCs von Intel unter der Haube. Das sind einmal der Celeron N3050 und der N3150. Das ist dann ein Pentium-Chip, die jeweils mit 1,6 GHz takten und, glaube ich, bis 2,4 GHz hochschalten. Die Dual-Core SoCs kombiniert mit, ich nehme mal an, bis zu 4 GB Arbeitsspeicher und 32 GB maximal an SSD-Speicher hier verbaut. Die Tastatur ist natürlich Chromebook-typisch, relativ spartanisch. Wir haben hier riesige Control- und Alt-Tasten auf der linken Seite, da da eben die typischen Windows-Tasten fehlen. Ansonsten gibt es hier oben Schnellzugriffs-Buttons, um eben zum Beispiel an der Helligkeit zu drehen bzw. die Lautstärke zu regeln. Es dürfte noch Vorserie sein. Das Ganze wirkt relativ klapprig noch und biegt sich durchaus ein bisschen, wenn man hier so auf die Tastatur drückt. Ansonsten haben wir auf der Front eine HDR-fähige 720p-Webcam, die ja da oben ist sie zu sehen. Auf jeden Fall vorhanden ist. Und damit ihr mir auch glaubt, dass es sich um ein Touchscreen handelt, mache ich jetzt einfach mal Chrome auf. Und da sieht man dann auch, ja, das ist auf jeden Fall ein definitiv touchfähiges Endgerät, mit dem wir es hier zu tun haben. Das Netz ist jetzt hier gerade nicht so super verfügbar, was natürlich bei einem Chromebook immer ganz besonders gut kommt. Die Nummer ist 19,2 mm dick, wenn ich es zufalte. Und dann sieht man auch, dass es sich sehr, sehr leicht anfühlt. Das Gewicht ist hier unter 1,6 Kilogramm. Der Akku ist dabei allerdings relativ groß. Ich habe eben den Stecker hier hinten rausgezogen und mir wurden knappe 12 Stunden Laufzeit verbleibend angezeigt. Und da sieht man auch, dass es eine Vorserie ist. Es ist ganz eindeutig gekennzeichnet als Sample in dem Fall. Wir haben links und rechts jeweils Lautsprecher hier auf der Rückseite. Bitte entschuldigt, dass die Kamera hier gerade auf die extrem helle und sehr weißlastige Umgebung nicht besonders gut klarkommt. Wir haben an den Seiten dann hier einen Full-Size-SD-Kartenleser, einen ganz normalen USB 3.0-Anschluss, der hier hinter dem Alarmsender da steckt, einen ganz normalen HDMI-Ausgang für den Anschluss an ein externes Display und natürlich den Stromanschluss. Diese Scharniere hier kennt man vielleicht schon auch von den Yoga-Geräten der letzten, vorletzten Generation. Bei Lenovo sieht es ja inzwischen ein bisschen anders aus, aber Acer setzt hier durchaus noch auf dieses Doppelscharnier-Konzept. Und an der rechten Seite haben wir dann noch einen Kensington-Lock und einen weiteren USB-Port und einen Kopfhöreranschluss und natürlich den Ein- und Ausschalter, der hier an der Seite verbaut ist, was nicht so ganz praktisch ist, denn wenn das Gerät im Rucksack aufsetzt, dann kann es sein, dass das Notebook dann angeht und den Akku im Rucksack leer brät, ohne dass der Nutzer es mitbekommt. An sich ein relativ attraktives Gerät, wirkt jetzt allerdings noch nicht besonders hochwertig, bleibt dann abzuwarten, wie die Qualität am Ende aussieht. Das Trackpad ist auch noch nicht final, hoffe ich zumindest, denn es fühlt sich noch extrem schwammig an und der Klickpunkt ist wirklich nicht besonders eindeutig. Das Gerät dürfte noch in diesem Jahr auf jeden Fall auf den Markt kommen, sollte innerhalb der nächsten Wochen und ja, sagen wir mal 2 Monate der Fall sein und wird dann zumindest in den USA, soweit ich weiß, $299 kosten. Ist eine ganz günstige Sache. Wir haben hier Gigabit Wi-Fi an Bord. Von LTE habe ich jetzt hier noch nichts gesehen. Es gibt also keinen Slot oder ähnliches. Vielleicht wird es dann aber in Zukunft noch ein LTE-Modell geben. Das war ein kurzer Blick auf das Acer Chromebook R11 hier auf der IFA 2015.